Es war einst ein Sommerabend, da trafen sich ein paar Leute und schauten gemeinsam ein Anime. Es war ein schöner Abend, wir hatten Spaß, der Film war auch echt nicht schlecht, definitiv besser als erwartet. Doch tags drauf hat jemand angemerkt, ich sollte mir doch mal das japanische Original anschauen und es mit der westlichen Version vergleichen, die wir gesehen hatten. Und wow. Ihr erinnert euch vielleicht an meine letzte Filmreview. Ich sah den Film Netsula und schon währenddessen war mir klar, ich muss mich für die vergeudete Zeit rächen. Hier war es die Seite schnittberichte.de. Draufgeschaut, durchgelesen und Rachegefühle entwickelt. Gemeinsam mit der Frage, wieso? Es ist praktisch, als ob jemand so lange mit der Axt auf den Film rumhackt, bis nur noch Brei übrig bleibt, den man genüsslich in die DVD-Boxen gießen kann. Ernsthaft, ich bin jetzt nicht so penibel, was Schnitte betrifft. Ich verstehe das vollkommen, dass sie im Vormittagsprogramm Blut retuschieren und Sake gerne mal als Chili-Soße verkaufen. Das tut der Serie ja nicht weh. Ich finde in diesem Film jetzt auch nicht alles schlecht, was sie geändert haben. Aber dennoch, was sie hier gemacht haben, ist unfassbar. Und bevor ich loslege, noch schnell eine Warnung. Es steht noch in den Sternen, aber es könnte dazu kommen, dass es mehrere Videos werden, die ich zu den Filmen und vielleicht auch zur Serie mache. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und ich rattere wohl erstmal die langweiligen Daten runter. Digimon Adventures ist die erste Berührung der japanischen Spieleserie mit dem TV in Form eines 20-minütigen Kurzfilms. Ausgestrahlt hat man ihn exakt einen Tag, bevor die 13-teilige Serie anlief. Das Budget für Zeichnung und Animationen war weit höher und so hat man erfolgreich den Grundstein für einen Hype gesetzt, der noch bis heute anhält. Wohlgemerkt in Japan. Bei uns kam er erst 2 Jahre später an. Die ersten beiden Staffeln des Animes waren bereits über den Bildschirm gelaufen und was aus dem Film wurde, war ein Meisterwerk an Schnitt und Zensur, wie ich es noch nicht erlebt habe. Zusammengequetscht mit 2 weiteren Digimon-Filmen auf einer DVD, geschnitten um fast ein Drittel seiner Länge von 20 auf 14 Minuten, sämtliche Dialoge in die Tonne gekloppt und sich neu aus den Fingern gesaugt, die Farbsättigung gesenkt und seltsame Bildzooms quer über den Film verteilt und nicht zuletzt die Musik. Oh mein Gott, die Musik. Während es im Original Ravels Bolero ist, das den gesamten Film durchzieht und nicht nur zusätzliche Instrumente, sondern auch Action-Szenen im Verlauf eine immer wichtigere Rolle spielen, kann man Kindern in Amerika klassische Musik ja nicht antun. Stattdessen müssen sie in ihrem Musikrepertoire rauskramen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und ich hasse jeden einzelnen Song davon. Und keine Sorge, ich muss euch ja nicht mal hinhalten, denn der tolle Digimon-Rap ist das erste, was man im Film zu hören bekommt. Gut, normalerweise wäre es mir egal, was Amis mit ihren Filmen machen. Leider haben wir in Deutschland aber nur die bereits bearbeitete Fox Entertainment US-Version bekommen. Im Gegensatz zur Serie, deren Songs hierzulande komplett auf Deutsch etabliert wurden und wirklich nah am Original angesiedelt sind, kriegen wir hier einen Einblick, womit sich die Zuschauer im Westen rumzuschlagen haben. Es ist grausam, nichts anderes. Whoa, whoa. Und wenn das noch nicht genug wäre, einen 5-minütigen Promotion-Film haben sie auch noch dazu gepackt. Ausgerechnet von der so ziemlich schlimmsten Zeichentrickserie, die ich je gesehen habe. Der Angela Anaconda Vorfilm. Er ist so absolut unlustig. Mit diesen hässlichen, aufs Dias ausgeschnittenen Schwarz-Weiß-Gesichtern und einer Story. Angela möchte ins Kino gehen, aber ein paar andere Mädels drängeln sich vor. Dann sitzt irgendeine Frau mit Steckfrisur vor ihr. Sie fantasiert, dass sie pseudodigitiert, alle töten und am Ende merken sie, dass sie im falschen Kino sind und gehen. Fertig. Hätten sie nicht einfach nochmal Pikachus Ferien laufen lassen können oder wenigstens irgendwas Unterhaltsames? Nein! Stattdessen schneidet man Szene für Szene vom Hauptfilm weg und klatscht stattdessen sowas vorne dran. Die Bewertungen hier auf YouTube sprechen jedenfalls schon mal für sich und ich bin irgendwie glücklich, nicht allein mit meiner Meinung zu sein. Doch genug jetzt von diesem Mist. Worum geht's im ersten Hauptfilm? Tais Schwester Kari, mittlerweile im Teenageralter, erzählt die Geschichte, wie sie und ihr Bruder damals als Kleinkinder das Digimon Koromon kennengelernt haben. Ihre Zusammenfassung bildet dabei so etwas wie das Band, das alle 3 Filme miteinander verknüpfen soll und deutet bereits an, dass es auch einen amerikanischen Digi-Ritter namens Willis gibt, der aber erst in Film 3 eine Rolle spielt.
Zeitlich spielt die Geschichte 4 Jahre vor der Serie und die Geschehnisse an diesem Abend bilden die Ursache, weshalb unsere 8 Kinder später überhaupt zu Digirittern werden. Betrachten werde ich, trotz immenser Wut im Bauch, die deutsche Version. Aber keine Sorge, ich verspreche, dass ich mich im Verlauf noch ein paar Mal ausgiebig der Zensur widmen werde. Aber erstmal tapst Tai mitten in der Nacht aufs Klo, Kari spielt Enemy Front und ein Ei tropft aus dem PC-Bildschirm. Nichts, worum man sich spät nachts noch kümmern will, also erstmal ausgeschlafen, warten bis tags drauf sturmfrei herrscht und ein paar Gags gerissen. Falls irgendjemand fragt, wo dieses komische Ei herkommt, sagen wir, dass unser Hühnerstall auf einer Atommülldeponie liegt. Oh Mann, die anderen werden Ostern ganz schön neidisch auf uns sein. Bereits das ist einer der wirklich großen Schnitte, die sie aber auch in der Serie immer wieder durchziehen. Nur noch nie derart radikal wie in diesem Film. Das hier ist ein pures Bombardement an dummen Sprüchen und Running Gags, während im Japanischen die Stimmung weit gesetzter ist, was meiner Meinung nach besser zum Zeichenstil und dem Bolero im Hintergrund passt. Kari, gib ihm nicht so viel Schokolade, sonst wird es noch krank. Hey, das war meine. Vielen Dank. Dafür entschieden hat man sich wohl, da das Alter der Zielgruppe weit tiefer gerutscht ist. Während man in Japan ein Publikumsalter von 12 bis 18 anstrebt, sinkt es enorm, sobald es die Grenze überschreitet. Auf etwa 6 bis 10 Jahre, zumindest in Amerika. Nichtsdestotrotz finde ich die Sprüche absolut genial. Es ziehen natürlich nicht immer alle, aber Tai, der in Soras Hut gekotzt hat, das Atommüllei oder später die Diskussion um den Linienbus, lockern die Geschichte wirklich gut auf. Ja, hallo, hier ist Tai. Hier ist Sora. Mimi hat mir erzählt, dass du derjenige warst, der in meinen Hut gekotzt hat. Mit dem Telefon stimmt irgendwas nicht. Perfektes Timing. Es dauert auch nicht lange, bis das Ei schlüpft. Um genau zu sein, reicht einmal durchs Haus rollen und schon haben sie ihr ganz persönliches Teddybär-Augenviech unterm Bett, namens Botamon. Kari unterhält sich via Pfeifkonzert mit dem Kerlchen. Im Original echt niedlich, aber ich hab's ja schon gesagt, die quetschen die Songs rein, wo es nur geht. Und deshalb, wer vom Digimon-Song noch nicht genug gehört hat... Es folgt ein Blubberattacken-Schaumbad und ein Telefonanruf, in dem sich Sora beschwert. Dass die Kinder sich im japanischen Original zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal kennen, spielt natürlich keine Rolle. So belanglose Kleinigkeiten streicht man in der Übersetzung einfach raus. Viel wichtiger ist eh, dass Botamon zu Koromon digitiert. Hier wurde auch gleich etabliert, dass während der Digitation die Elektronik komplett verrückt spielt. Ein Element, was sie in der Serie zwar mal aufgreifen, aber irgendwie hätten sie insgesamt mehr daraus machen sollen. Erst recht, wenn sie den Film dazu nutzen, die Information zu tragen. Na, aber immerhin wirkt es das Telefonat ab. Gerade recht zur Fütterungszeit. Und die ist sogar mal mit guter Musik unterlegt. Sein Atem stinkt widerlich. Apropos Fütterung. Kinder, ich habe euch euer Lieblingsessen gemacht. Leberstäbchen. Na toll. Gut, wir kommen sofort. Ja, das ist auch einer der neu hinzugefügten Gags, der die Mutter der beiden Kids zu einer sehr alternativen Köchin macht. Was später auch noch die ein oder anderen Folgen mit sich ziehen wird. Schwein gehabt. Sie hat sie anbrennen lassen. Hi, es heißt Koromon. Wie heißt es? Koromon. Vielleicht wundert ihr euch mittlerweile. Wieso hetze ich über die Fox Kids Zensur, aber befürworte sie im nächsten Moment mehrmals? Ja, die Antwort ist leicht. Ich habe bisher nur darüber geredet, was neu hinzugekommen ist. Fangen wir doch mal an aufzuzählen, was fehlt. Eine Jagd mit dem Ei quer durchs Wohnzimmer. Ach, ist uns 15 Sekunden zu lang, schneiden wir's klein. Die Blubberblasenszene, ach, auch 15 Sekunden zu lang, hol die Axt. Eine Katzenszene quer durchs Haus, insgesamt eine halbe Minute lang. Pff, die trägt nicht zur Story bei, lassen wir sie doch gleich ganz weg. Und verdammt, wir sehen noch keine 7 Minuten im Film. Versteht ihr mich jetzt? Versteht ihr mich jetzt? Und das zieht sich den ganzen Film so durch. Wo man was weglassen kann, geschieht das auch. Nahezu alle Szenen werden so ihre 2 bis 5 Sekunden gekürzt. Manche, wie die oben beschriebenen, verlieren gleich die Hälfte ihrer Länge und im schlimmsten Fall schmeißt man sie eben gleich ganz raus. Das im Speziellen betrifft vor allem den zweiten Film, aber ich will da noch nicht vorgreifen. Die Story wird dadurch halt nicht offensichtlich beeinträchtigt. Der Film erscheint immer noch rund, aber wenn man es dann mal gesagt bekommt und drauf achtet, man fühlt sich einfach verarscht. Für Details, was alles fehlt, verweise ich nochmal auf schnittberichte.de, die das echt detailliert und akribisch aufgeführt haben. Ich beschäftige mich stattdessen mal lieber weiter mit der Story. Denn nach erfolgreicher Rettung vor der Katze freunden sich Tai und Kari mit Koromon so langsam an. Und wer jemals das PS1-Spiel zu Digimon Adventure gespielt hat, weiß, was das bedeutet, sich um so ein Viech zu kümmern, nämlich... Schlimmer kann es gar nicht werden. Oh, doch, es kann.
Im Gegensatz zu Mia können die beiden allerdings für ihr Digimon sorgen und so dauert es nur einen halben Tag, bis die nächste Digitation vor der Tür steht. Diesmal zu Agumon. Dumm natürlich, dass Agumon A. riesengroß und B. noch ungesprächiger ist als Kari mit ihrer Pfeife, aber wenigstens lässt es Taten sprechen. Denn während die Eltern der Kids nach Hause kommen, nimmt der Dino auf direktem Weg Reißaus. Warum starrst du den Bus so an? Jag ihn bitte nicht in die Luft! Mama schimpft zwar immer, dass die dauernd Verspätung haben, die kann doch nichts dafür. Sei brav, lass das! Mit Tais Schwester einen nächtlichen Stadtspaziergang zu machen, geht aber leider nur so lange gut, bis die Elektronik wieder den Geist aufgibt und sich ein zweites Digimon materialisiert. Diesmal vom Typ her ein Vogel und ein gutes Stück größer und stärker als unser orangener Dino. Dies ist gleichzeitig übrigens die besagte Schlüsselszene. Denn alle unsere zukünftigen Digi-Ritter beobachten diesen Kampf. Was später zu der einen Gemeinsamkeit wird, die sie alle teilen und die zum Auslöser erklärt wurde, weshalb es sie überhaupt in die Digi-Welt verschlagen hat. Aber bevor das passiert, müssen erstmal 4 Jahre vergehen und alle 7 Kids sowie die gesamte Stadt Final Fantasy VIII-mäßig komplett aus dem Gedächtnis streichen, was in ihrer Kindheit passiert ist, und stattdessen alles für einen Terroranschlag halten. Wobei da Ghostbusters 2 noch ein Stück treffender ist, wo am Ende des ersten Teils hunderte Geister und ein riesiger Marshmallow-Mann durch New York stapft und kurz darauf niemand mehr an Geister glaubt. Nein, das liegt natürlich nicht am schlechten, undurchdachten Skript und der Notwendigkeit, irgendwie für Kontinuität zu sorgen. Ach, wo denkt ihr hin? Dass ein Dinosaurier die halbe Wohnung und das Auto zerstört, das vergisst man schon mal. Oder dass er sich in ein metergroßes Monster verwandelt und in einem Straßenkampf gegen den Vogel... Nicht schon wieder dieser Song. Tai und Kari ergreifen Partei für ihren großen Dino-Freund. Dieser digitiert ein drittes Mal und die folgenden Action-Szenen sind eigentlich echt nicht schlecht. Weit besser als das, was die Serie selber zu bieten hat. Stichwort Budget mal wieder. Und mit einer Szene, deren Schnitt ich sogar befürworte. In dem Kinderfilm muss echt nicht im Detail gezeigt werden, wie man wem den Unterkiefer bricht. Genügend tut's eh nicht, denn als Antwort gibt's eine Blitzattacke, die sich gewaschen hat und den Riesendino ohnmächtig zu Boden streckt. Hier merkt man sehr deutlich, dass sie Tai und Kari auch in ihrem extrem jungen Alter, Kari ist 4 Jahre alt, bereits ihre Charaktermerkmale zusprechen. Während Kari ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit und voller Sorge zu dem Dino rennen will, spielt Tai die Rolle des großen Bruders und Gruppenführers, indem er Kari schützend zurückhält und sich einen Plan ausdenkt, Greymon, also den Riesendino, wieder aufzuwecken. Und dieser Plan ist... Immerhin können wir nochmal den wundervollen Song hören. Joche. Und mit einer alles zerfetzenden Feuerballattacke sind vom Vögelchen nur noch ein paar Federn übrig. Greymon kehrt wieder zurück in die Digi-Welt und der Spuk des Abends ist vorbei. Teenager Kari schließt die Story als Erzählerstimme ab und schlägt auch gleich die Brücke zum nächsten Kurzfilm. Und der erste der 3 Digimon-Filme findet damit sein Ende. Alles in allem ist es auch in deutscher Synchronisation kein schlechter Film. Die Stimmen sind solide und die Gags echt gut. Es ist aber eben nicht mehr der Film, den die Produzenten erschaffen haben, sondern chirurgisch etwas nicht Wiedererkennbares daraus rausgeschnitten. Er bringt eine total andere Stimmung rüber, verfälscht Details und löscht zusammen mit dem Abspann dann sogar mein Lieblingslied der Reihe. Und nochmal, ein Drittel der Laufzeit wurde einfach weggekürzt und mir sind die Gründe vollkommen schleierhaft. Den Schnitt 2er Szenen kann ich ja nachvollziehen. Ein Vater, der betrunken einen Gute-Nacht-Kuss verlangt, passt so gar nicht in den Rest des Films und wird wohl wirklich nur mit reingenommen, um eventuell später neben Izzys und Matts Familie auch bei Tai familiäre Probleme mit in die Serie anzubauen. Und auch das angesprochene Zertrümmern des Unterkiefers ging zu weit. Aber die anderen, keine Ahnung, 30 oder 40 Szenen? Unnötig, absolut unnötig. Mehr noch, es ging richtig gute Szenen verloren. Oder kann mir jemand erklären, wieso man Kinder davor bewahren muss, Verfolgungsjagd mit Hauskatzen anzuschauen? Die Serie kam später stattdessen mit einigen noch ein gutes Stück schlimmeren Szenen durch, die sogar ich zu hart fürs Vormittagsprogramm finde. Ich rate also jeden, diesen Film zuerst im japanischen Original zu schauen. Es geht andernfalls einfach viel zu viel verloren, selbst beim Kurzfilm wie diesem. Ansonsten ist er wirklich sehr solide und hat auch auf Deutsch enorm Spaß gemacht. Die Links der beiden Versionen schreibe ich unten in die Beschreibung und ich hoffe, ihr könnt ihm auch was abgewinnen. Mit freundlichen Grüßen, Katharsis.
限大な夢の後の何もない世の中じゃそうは愛しい思いも負けそうになるけど静止化しない目地だらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah 無限大な夢の後のやるせない世の中じゃそうさ常識Cheers!